Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, denn heute zeige ich euch was richtig Geiles und richtig Krasses. Und zwar zeige ich euch, wie ihr eure eigenen Fahrzeuge ganz easy merchen könnt. Und das Beste, Leute, es ist sogar Solo! Und weil dieser Glitch so krass ist, Leute, würde ich euch erst schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, es ist kostenlos. Und falls euch das Video wirklich nicht gefällt, könnt ihr mich nur noch deabonnieren. Also ich muss sagen, gehen wir doch mal direkt zum Glitch. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, als erstes braucht ihr das U-Boot in GTA Online, also die Kosaka, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ich glaube nicht, aber egal. Außerdem braucht ihr hier auch noch das Fahrzeug, was ihr natürlich merchen möchtet, und ihr braucht, um das Fahrzeug merchen zu können, braucht ihr ein Sonderfahrzeug, was schon gemercht ist, was die Tuning-Teile hat, was später euer Fahrzeug haben soll, also euer Terabyte oder die Avenger oder euer MOC. Ihr braucht nicht alle drei, sondern nur mindestens eine Sache von denen, wo ihr sagt, ey, die Tuning-Teile davon hätte ich gerne auf das Auto. Soweit, so gut. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch eure Assistentin von eurem CEO-Tower oder Assistent, je nachdem, was ihr habt. Aber gut, Leute, das war's schon eigentlich, was ihr alles braucht. Ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt mit dem Glitch an. Als erstes seid ihr in irgendeiner GTA Online-Sitzung, in meinem Fall bin ich es in einer Einladungssitzung. Denn als nächstes holt ihr das Fahrzeug aus der Garage raus, was ihr euch merchen möchtet. In meinem Fall ist es jetzt hier der Cheetah Classic. Es ist völlig egal, welches Fahrzeug ihr merchen möchtet, aber in meinem Fall ist es jetzt das hier. Gut, seid ihr jetzt mit dem Fahrzeug draußen, müsst ihr jetzt die Cops etwas aggressiv machen. Und zwar braucht ihr Sterne. Und zwar müsst ihr jetzt durch die Cops sterben. Das ist ganz wichtig, Leute, deswegen ballert ihr erstmal so rum, dass die Cops zu euch kommen und euch auch töten. Warum das Ganze? Naja, euer Auto wird danach beschlagnahmt. Und wenn das bei euch passiert ist, Leute, wunderbar. Gut, jetzt kommt ein kleiner Timing-Part, der jetzt nicht so krass schwer ist, aber trotzdem, Achtung, Leute, ich mach's einmal kurz trocken vor. Passt auf. Also Leute, sobald ihr wieder respawned seid und euer Fahrzeug beschlagnahmt wurde, müsst ihr jetzt euren U-Boot anfordern über das Interaktionsmenü bei Sonderfahrzeuge. So, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr sofort das Handy öffnen, geht auf Kontakte und ruft eure Assistentin an und spammt X, was das Zeug hält. Einfach nur X spammen, sobald ihr den Anruf tätigt. So, jetzt mache ich es einmal richtig, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Gut, also, ich gehe jetzt ins Interaktionsmenü, gehe auf Sonderfahrzeuge, bestelle jetzt mein U-Boot und sofort öffne ich jetzt mein Handy, gehe auf Kontakte und rufe meinen Assistenten an und spam X, was das Zeug. Und zwar so lange, Leute, bis der Anruf so gesehen zu Ende ist. Und wie merkt ihr jetzt, ob es jetzt funktioniert hat oder nicht? Naja, Leute, ihr könnt jetzt einfach auf die Karte gehen und nachschauen, wo euer Fahrzeug gerade steht. Und Leute, ihr werdet euch vielleicht erschrecken, euer Fahrzeug steht gerade mitten im Meer. Und zwar da, wo euer U-Boot eigentlich gespawnt ist. Und wenn ihr das geschafft habt, Leute, ist er merchlich praktisch schon geschafft. Denn als nächstes müsst ihr jetzt euer Sonderfahrzeug anfordern, was gemercht ist. Also sprich, euren Terabyte, eure Avenger oder euer MOC. Also in meinem Fall habe ich jetzt einfach die Avenger genommen. Wie gesagt, völlig egal welches, denn ihr müsst es jetzt einfach nur anfordern und warten, bis es geliefert wird. Und Leute, sobald euer Sonderfahrzeug geliefert wurde, spawnt euer Fahrzeug direkt neben euch. Aber Achtung Leute, nicht erschrecken, euer Fahrzeug ist jetzt gerade ungemerged. Und das ist normal, denn ihr steigt jetzt einfach ins Fahrzeug an und fahrt jetzt zu eurem Sonderfahrzeug, der jetzt irgendwo gespawnt ist. Sprich, mein Avenger ist jetzt hier in der Nähe auf dem Parkplatz gespawnt, sprich, ich fahre dahin und Leute, zack, boom, bam, da steht euer Auto gemerged. Und so einfach ist das auch schon. Sprich, ihr wechselt kurz das Auto vom ungemergten zum gemergten und dann fahrt jetzt zurück zu eurer Garage. Aber wichtig, Leute, ihr müsst jetzt in die Garage fahren, wo euer Fahrzeug auch früher stand. Also in meinem Fall ist es jetzt die Firmengarage 1. Kann genauso gut einfach eine x-beliebige Garage sein, aber es muss die gleiche Garage sein, wo euer Fahrzeug vorher drin stand. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Gut, jetzt habt ihr euer Fahrzeug in der Garage drinne. Aber Leute, noch ist der Glitch nicht zu Ende, denn jetzt aktuell ist euer Fahrzeug nicht gespeichert. Denn wenn ihr jetzt aussteigt, werdet ihr sehen, dass euer Sonderfahrzeug-Icon noch drauf ist. Also in meinem Fall ist jetzt hier die Avenger auf der Minimap zu sehen. Und das Ganze jetzt so gesehen wegzubekommen und abzuspeichern, müsst ihr jetzt einfach wieder euer Interaktionsmenü öffnen, geht auf Sonderfahrzeuge, geht in meinem Fall zum Beispiel auf die Avenger und geht auf zurück ins Lager schicken. Und ein paar Sekunden später wird euer Auto kurz despawnen und sofort neu spawnen. Und dann wisst ihr Leute, okay, mein Auto ist abgespeichert. Aber um sicher zu gehen, fahrt einfach mal kurz zu LS Customs und wechselt irgendein Tuning-Teil. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass es absolut abgesichert ist. Aber gut Leute, das war schon der schnelle Glitch, wie ihr eure eigenen Fahrzeuge merchen könnt. Wie gesagt, mega einfach, solo und super geil. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und Leute, warum habt ihr mich immer noch nicht abonniert? Denn der Glitch funktioniert doch. Also sagen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.